Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel Mighty Revs. Heute zeige ich euch ein neues Auto. Ich stelle euch ein bisschen vor im Detail, wie das Auto so ist. Und heute, passend zu unserem schönen sonnigen Wetter, haben wir einen Abarth 595 Turismo als Cabrio in dieser schönen Farbkombination. Wir gucken uns einmal an, wie sich das Auto so fährt, was meine Eindrücke so sind. Wir gucken uns das Aussehen im Detail an und einfach, wo der Charakter, dieser italienische Charakter in dem Auto versteckt ist. Ich hoffe, ihr bleibt dran und ich lade euch herzlich ein zu dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen. Jetzt gehen wir einmal um das Auto herum, gucken uns das genau zusammen an. Und wir fangen aber erstmal an mit den Schlüssel. Das ist der Schlüssel von so einem schönen Abarth. Hier steht auch schön Tributo Ferrari noch drauf. An sich ein typischer Fiat-Schlüssel, aber man muss schon sagen, dass mit diesem Case und allem macht das schon was her. Passt zu dem Auto. Jetzt gehen wir einmal strukturiert von vorne bis nach hinten und an den Seiten vorbei. Was sehen wir hier? Ja, wir sehen einen Abarth 595 Turismo mit 160 PS an Leistung, 1,4 Liter Hubraum, Turbo aufgeladen natürlich, eine kleine Knallbüchse, hat ein bisschen was Süßes von dem kleineren Bruder bzw. Schwester, dem Fiat 500, aber man merkt trotzdem, dass er irgendwie bulliger ist. Das ist nicht wirklich so eine 1:1 Kopie von dem Fahrzeug. Woran sehen wir das zum Beispiel? An den Stoßfänger vorne, wie schön der hier rausguckt. Auch die Lichter sind viel tiefer dadurch eingelassen. Unten haben wir ein sehr großes Maul praktisch und an den Seiten noch zusätzliche Belüftungen. Das alles wirkt sehr sportlich. Viel aggressiver als bei einem normalen Fiat 500. Das alles ist aber auch nicht nur Deko tatsächlich, weil wenn wir hier, jetzt haben wir die Sonne ganz gut, reingucken, dann haben wir hier einen Kühler, entweder für Öl oder für Ladeluft. Das weiß ich leider jetzt nicht aus technischer Hinsicht. Aber das alles wirkt sehr stimmig, sehr passend. Was kann man zur Marke Abarth denn so sagen, wenn wir schon hier vorne mit dem Logo sind? Wir haben das schöne Logo, den Skorpion als Symbol, hier die italienische Flagge. Abarth ist ja eine alte Marke, ein sozusagen Werkstuner, könnte man sagen, von Fiat. Die Firma selber kommt aber aus Österreich und deshalb kann man eigentlich hier teilweise sagen, es ist ein italienisch-österreichisches Auto, wobei man weiß, dass die Autos auch in Italien gebaut werden. Dieses Logo des Skorpions, das finden wir am Auto hier an sehr vielen verschiedenen Stellen. Einmal hier auch an der Seite 595, das ist auch ein Modellname, der zu den alten Modellen Verbindung herstellt. Es gab noch den 695, den es auch heutzutage gibt. Das sind meistens die bisschen größeren Varianten mit 180 PS. Hier haben wir noch eine Cabrio-Variante. Das sieht man jetzt hier von hinten ganz gut. Also die Klappe endet tatsächlich hier und hier haben wir das Stoffverdeck mit einem kleinen Spoiler dran, so ein paar Details, damit die Aerodynamik trotzdem stimmt. Das alles hier hinten sieht, führt sich praktisch wie vorne weiter hin. Man hat so eine Art Diffusor hier mit einem Gitter, hier eine Art Diffusor, dann diese Doppel-Endrohr.
Verkleidung praktisch, wobei das echte Endrohre sind. Wir können es ja kurz darunter legen. Da sehen wir einmal den Auspuff, wie der sich da komplett durchzieht. Die Rohre vom Design finde ich auch ganz cool, weil die halt sehr groß sind. Also zum Vergleich meine Faust. Also wenn dieses innere Teil nicht dran wäre, könnte man schön da den Fausttest auf jeden Fall durchführen. Wir haben hier vom Aussehen, wie gesagt, die Leuchten und so weiter vom Fiat 500 ganz normal. Auch diese Zierleiste hier, da steht sogar noch 500 drauf, wie beim Fiat. Wobei hier haben wir wiederum die Abarth-Modellbezeichnung 595 Turismo. Was haben wir noch Schönes? Gucken wir uns von der Seite mal an. Also von der Seite, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Was sehen wir hier? Wir haben ein doppelfarbiges Fahrzeug. Das haben wir ja vorne auch gesehen, aber hier sieht man noch besser diese Linie, die sich da durchzieht. Oben beige, unten rot. Finde ich sehr stimmig, sehr klassisch auch. Auch passend so einfach zu diesem Retro-Design, aber halt sehr modern ausgeführt. Die Felgen finde ich exzellent. Das sind Magnesiumfelgen in 17 Zoll, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke mal kurz eben. Na, wo steht denn? Da, 17 Zoll. Also für so ein kleines Werk eigentlich auch eine ganz gute Größe. Schön poliert von der Seite, die Deckel drauf. Vorne wie hinten haben wir gelochte Bremsscheiben. Bremsanlage an sich wirkt recht groß für diese Klasse Fahrzeug. Ist, meine ich, auch von größeren Autos ausgeliehen, zum Beispiel Alfa Mito und dergleichen, also aus dem Fiat-Konzern anderen Autos, die ein bisschen größer sind, sage ich mal. Da haben wir die Bremsanlage davon. An sich diese weiße Kante, die hier praktisch ist, zwischen den Farben, das ist, kann man so ein bisschen unterm Finger spüren. Also da ist praktisch lackiert bis hier und einmal kurz so einen Streifen darüber geklebt. Das Auto hat jetzt über 50.000 Kilometer runter. Da sieht man auch nirgendwo irgendwelche Abplatzungen. Also der Lack ist eigentlich noch ganz gut im Schuss. Normal, sage ich mal. Auch die Leiste geht ganz gut hier. Auch das Verdeck sieht noch sehr schön aus. Wir werden es heute nicht so aufmachen, aufgrund der Aufnahmen und so weiter, aber das soll wohl ganz gut funktionieren alles. Und im Endeffekt ist es ja kein hundertprozentiges Cabrio, da nur diese Mittelsektion aufgeht und der Bogen hier rumherum normal drauf bleibt. Was kann man noch sagen? Also das Auto steht auch ein bisschen tiefer da natürlich als ein normaler Fiat 500. Wir haben hier diese Schwellerverbreiterungen. Das alles wirkt deutlich bulliger. Man sieht auf den ersten Blick, dass wir hier jetzt nicht mit einem normalen Fiat 500 zu tun haben, sondern wirklich mit einem Abarth-Fang. Hat es bei dem Auto mit 135 PS, auch aus einem 1,4er Motor, Vierzylinder. Dann könnte man sich eine Box bestellen bzw. dazu bestellen, die das Auto zu einem SCS gemacht habe, also SS für Super Sport. Dann hatte man 165 bzw. 160 PS und das beinhaltete zum Beispiel die gelochten Bremsscheiben, so wie hier, ein noch strafferes Fahrwerk und halt ein Software-Update, sodass man die Leistung rausbekommen hat. Wir haben jetzt hier einen Turismo, die waren direkt so mit dieser Leistung ausgestattet. Auch gibt es noch andere Varianten, die noch wesentlich höher gehen, zum Beispiel den 695 Biposto, das ist so das höchste aller Dinge. Das Auto ist so extrem, dass es sogar nur zwei Sitze hat, ein extrem Leichtbau ist und 180 PS hat. Wie viel Gewicht haben wir in diesem Auto? Das Auto wiegt ungefähr 1100 Kilo, in Papieren steht 1160 genau. Auch ein sehr kleines Gewicht, wobei ein bisschen schwerer als ein normaler Fiat 500. Kommt aber deshalb, weil ein bisschen mehr Motor, ein bisschen mehr Antriebsstrang, ein bisschen mehr Felge. Hier und da kommt das natürlich dann ein bisschen mehr, aber der hat natürlich dementsprechend das große Plus an Leistung. Und wenn wir schon von Leistung sprechen, dann gucken wir uns erstmal den Motor an. So, dann schauen wir uns mal eben das Herz des kleinen Abarth an. Wie wir hier sehen, ist der Platz sehr gut genutzt. Ist natürlich ein kleines Auto. Also wenn man so im Vergleich nimmt, also ungefähr meine Unterarmlänge ist hier Platz zwischen Stoßfänger und Windlauf. Wir haben hier einen 1,4er
Benziner, Vierzylinder, kein Multi-R, das muss man bedenken. Also ist nicht das gleiche wie zum Beispiel bei Alfa Romeo Mito Quadrifoglio. Wir haben hier eine ganz normale klassische Steuerung, Turbo aufgeladen. Der Turbolader sitzt hier unter diesem Blech, was warnen davon sagt, bitte nicht anfassen. Hier strahlt auch richtig Wärme. Wir haben einen sehr schönen Öleinfüllstützen aus Aluminium. Hier irgendwelche Luftentlässe, kann sein vielleicht von der Kurbelwellenentlüftung. Ich will jetzt nicht hier spekulieren, aber das sieht an sich sehr schön aus. Auch hier, das ist Kunststoff, wirkt aber so wie so gepulvertes Metall. Also wirkt extrem, würde ich mal edel sagen. Dafür, dass es halt wie gesagt ein Fiat 500 im Grunde genommen ist. Also man merkt hier auch, dass da Leistung hintersteckt. Vieles ist sehr sportlich verbaut, sage ich mal. Also hier und da ein bisschen wenig Platz zum Arbeiten zum Beispiel, wenn man das jetzt von der Techniker-Seite sieht. Aber natürlich, wenn man viel Leistung haben will, muss man auch ein bisschen mehr reinstecken. Und dementsprechend hat man so einen Motor drin. 1,4 Kubik, 1,4 Liter Kubik. Das ist natürlich, wie gesagt, das standardmäßige Programm im Fiat-Konzern. Ein sehr guter, bewährter Motor. Den gibt es auch in sehr vielen anderen Autos, der funktioniert da, das ist einfach Zahnriemenwechsel, nicht vergessen, gutes Öl, jährlich wechseln, alle 2 Jahre neue Zündkerzen und dann wird das Ding schnurren und funktionieren. So, wir sahen uns gerade den Motor an, dann gucken wir uns einmal kurz den Innenraum an. Fangen wir mit der Türtafel an, die ist schön hier, zwar ein bisschen mit Hartplastik ausgekleidet, Anleihen halt aus dem Fiat 500, dafür aber hier schön mit Leder, in Rot passenderweise, die Armstützen, auch die Türklinke sehr klassisch beibehalten. Gehen wir einmal kurz rein in das Auto, machen wir jetzt ein bisschen Platz, so. Was sehen wir hier? Also hier haben wir auch in Wagenfarbe dieses lackierte, Armaturenbrett, schön glänzend, das sieht auch sehr edel aus, auch die Knöpfe und das alles hier ist in glänzend mit den Chromringen rumherum, dieser klassische Stil von einem Fiat 500 ist beibehalten, jedoch haben wir hier eine Farbkombination, die echt sich sehen lassen kann. Passend zum Außen haben wir hier diesen roten Akzent überall. Ich finde es aber nicht überladen mit Rot. Der Dachhimmel, trotz Cabrio, ist schon schwarz gemacht. Auch die Sitze hinten sind rot mit diesen schwarzen Kopfstützen. Fiat 500 typisch. Aber wir haben halt hier diese Sitze drin. Die haben ein bisschen so Sportsitze. Die sind aber nicht wirklich hart. Recht bequem. Das einzige bisschen im Schulterbereich stört das ganz leicht, wenn man vielleicht ein bisschen breiter ist, aber ansonsten passt das echt ganz gut. Das ist sehr bequem. Seitenhalt, denke ich mir, wird okay sein. Das Leder ist ein bisschen rutschig, aber dafür schön, muss man sagen. Was haben wir denn noch? Ganz noch klassisch hier die Klimatisierung. Auf Automatik können wir stellen. Natürlich Klima und so weiter. Hier die Einstellung für die Düsenposition und die Temperaturen für 2 Zonen. Falls jemand jetzt einen Schalthebel sucht, den findet er hier nicht. Wir haben nämlich hier ein automatisiertes Schaltgetriebe. Bedeutet, dass dieses Auto selber schaltet, aber mit einer klassischen normalen Kupplung, mit so einer Art Aktuator oder Modulator, was auch immer. Das praktisch betätigt die Kupplung für uns und schaltet selber. Das ist einer der wunden Punkte dieses Autos, aber an sich, klar, wenn jemand eine Automatik braucht, ist es in den kleinen Wagen, auch in anderen, bei anderen Herstellern nicht anders gelöst in der Regel. Hier haben wir die Knöpfe, 1 bedeutet nach, wie beim normalen Automatik D, aber man wählt halt den ersten Gang hier, neutral, rückwärts und hier können wir umschalten auf Schaltpedals, so dass wir wissen, okay, wo lang fahren wir. Dass man hier selber schaltet. Cockpit ist digital, größtenteils. Hier haben wir eine Ladedruckanzeige und das große Sport in der Mitte. Das leuchtet auch, wenn wir dann den Sportmodus einschalten. Was ich sehr cool finde, ist, dass hier eine richtige Baranzeige ist. Das heißt, wir wissen, wie viel
Druck da aus dem Auto rauskommt. Und hier die Digitalanzeige ist schon von den neueren Fiat 500. Da dieser, das Modell ist ein, der Serie, von der Serie 2, das heißt eine Art Zwischenmodell zwischen den ersten Fiat 500 und dann den späteren Facelift Fiat 500. Radio haben wir ein ganz normales, jetzt ist hier so ein Halter drin, das ist ein normales CD-Radio, so wie ich das weiß, funktionieren die auch eigentlich ganz gut. Wir haben Multifunktionslenkrad, das heißt wir haben eine Freisprechanlage hier, hier zusätzlich noch einen USB-Port und das ist ein Nachrüst-Navi, was man aber so auch von Hersteller her haben kann, weil dieser Halter extra hier praktisch so eine Docking-Station dafür hat. Ein aktiver Spiegel, der sich verstellen lässt. Und hier ist die Konsole einmal kurz zum Öffnen und Schließen des Dachs. Beleuchtung, ganz normal Spiegel, auch beim Fahrer, ganz nett. An sich, wie gesagt, Leder haben wir hier auch ein Lederlenkrad, echt extrem griffig. Von der Positionierung finde ich das auch ganz gut. Und die Pedalerie ist echt extrem schön mit diesem Aluminium, Abarth überall geschrieben. Das wirkt sehr sportlich. Man hat echt ein Gefühl, man sitzt in was Besonderem. Natürlich ist hier sehr vieles immer noch Fiat-mäßig, aber nicht negativ gemeint, weil das macht das Auto ein bisschen sympathisch. Trotzdem hat man auch ein sehr edles Gefühl, da man halt dieses überall dieses Aber sieht und so. Da ist dieses Quäntchen etwas Besseres noch drin, ein bisschen Würze würde man sagen. Viele... Zum praktischer Hinsicht können wir noch sagen, hier sind sehr viele so Ablageflächen. Wir haben hier ein bisschen was, da ein bisschen was, eine Steckdose da. In den Türen passt auch so einiges rein. Jetzt keine Flaschen so wirklich, aber man kann ein bisschen was verstauen. Wenn wir schon bei den praktischen Hinsicht sind, dann gehen wir einmal raus. Ah, da ich jetzt gerade ausgestiegen bin, dann eine kleine, kleine Info, es steigt sich extrem gut aus dem Auto, ein und aus, also trotz des Sportsitze kann man wirklich sich praktisch aus dem Auto so rausrollen, bewegen praktisch, das ist eine flüssige Bewegung, das so praktisch angemerkt. So, wir öffnen mal den Kofferraum, hier ist einmal ein Taster, ja, und das war's, das war die ganze Klappe, die ist klein, auch der Kofferraum ist halt Fiat 500 mäßig, eher klein, bescheiden, dadurch, dass es noch natürlich ein Cabrio ist, ist das nicht so viel, also Alltagstauglichkeit. Eine kleine Einkäufe kann man bestimmt machen oder irgendwo einen Ferienausflug vielleicht zu zweit, wenn man sich gut packt, kann man auch machen. Aber da wir hier uns mit einem Auto befassen, das mehr Emotionen ansprechen soll und mehr begeistern sollen mit seiner Fahrweise, werden wir jetzt über das Praktische nicht mehr viel verlieren an Worten, sondern werden jetzt in das Auto einsteigen und eine Runde damit fahren. Jetzt sind wir einmal mit dem Fiat 500 unterwegs. Was merkt man direkt? Also das erste, was mir auffällt, ist, das Auto ist schon sehr stramm. Man merkt echt viele einzelne Unebenheiten im Boden. Man merkt, dass jedes Rad schon ein bisschen mehr reagiert und auch die einzelnen Bewegungen sind schon ein bisschen verstärkter. Was noch zusätzlich kommt, ist, man merkt einfach, dass das Auto kurz ist. Also wirklich, die eine Unebenheit kommt direkt vorne, dann hinten. Also das merkt man schon. Es ist nicht extrem. Also er macht das eigentlich ganz gut. Man kann wirklich sehr angenehm so fahren. Auf lange Art und Weise, aber viel schlimmer dürfen die Straßen nicht sein, auf jeden Fall, auf Dauer. Jetzt gerade, was noch aufgefallen ist, ist einfach die Sitzposition ist ein bisschen erhöht, halt wie ein Kleinwagen, das ist eine Anleihe vom Fiat 500, wobei, auch wenn wir hier recht tief sitzen, dank der Sportsitze, ist es recht weit oben. Gehen wir jetzt einmal kurz auf den Motor ein, können den direkt benutzen einmal. Wir haben hier einen 1,4er Turbo mit 160 PS, der im normalen Modus sehr human reagiert, nicht extrem viel Druck hat, auch recht leise ist. Gepaart das Ganze mit einem automatisierten Getriebe. Nicht das schönste Ding, muss ich ehrlich sagen. Diese automatisierten Getriebe schalten sozusagen wie ein normales Getriebe. Das alles wird aber automatisch von so Stellmotoren und so weiter gemacht. Das alles reagiert halt nicht so, wie wir das selber machen können.
aber an sich hat es ein paar Vorteile. Und zwar haben wir einen direkten Kraftschluss. Das bedeutet, es gibt keine Verluste wie bei einer Wandlerautomatik in größeren Limousinen und so weiter. Das ist eine gute Sache in der Hinsicht. Aber wie gesagt, man wünscht sich schon einen richtigen Schaltknüppel. Das alles funktioniert aber echt sehr gut. Fahrwerk und so weiter ist echt, wie schon angesprochen, nicht so extrem. Auch der Verbrauch ist ganz gut. Wir haben halt einen 1,4er Motor, der recht sparsam vom Grund auf ist. Eher auf Sparsamkeit ausgelegt war ursprünglich, aber halt durch verschiedene Evolutionen zu einem auch schnellen Auto, in schnelle Autos eingekommen ist. Und das Auto ist eins davon. Sobald man diese 3000 Umdrehungen aber übertritt, dann merkt man, da kommt die Sportlichkeit raus. Ja. Also das hört sich schon sehr gut an und das spricht einen extrem gut an. Was können wir noch sagen? Also wir haben ein bisschen den Motor angesprochen, das Getriebe. Wie gesagt, das Fahrwerk ist recht sportlich und das probieren wir einmal aus. Und zwar schalten wir einmal in den manuellen Modus beim Getriebe. Sommel können wir selber schalten. Mir wurde aber gesagt, ich soll das Gas weglassen kurz, weil wenn ich auf Plus drücke, dann schaltet er deutlich besser und das tut er wirklich. Und ab jetzt ist das Getriebe echt schön. Wir schalten noch den Sportmodus an und schon ist das Auto ein komplett anderes Auto. Wir haben eine G-Anzeige hier vorne. Uns wird schön der Ladedruck gezeigt. Im normalen Modus haben wir einen Ladedruck von 0,8 bar. Jetzt haben wir einen Ladedruck von 1,2 bar, wenn wir fahren. Das heißt, wir haben hier einen leichten Overboost und das Getriebe schaltet jetzt im Sportmodus auch noch ein bisschen besser durch. Und so funktioniert das Auto, macht das Auto so viel Spaß. Wir sind echt schnell unterwegs. Wir haben ein viel strafferes Lenkrad im Sportmodus. Somit, dieser Sportknopf macht aus einem sportlichen Fiat 500 einen echten Abarth. Wir sind schneller unterwegs, wir haben mehr Druck unten rum. Der Motor verändert seine Charakteristik, er wird viel maskuliner, härter. Also man könnte das sagen, dass der Sportmodus ist so ein Landstraßenmodus, dass man wirklich auf der Landstraße präzise lenken kann. Man hat eine bessere Rückmeldung. Und ohne Sportmodus kann man den in Automatik lassen, ohne Sportmodus und schön durch die Stadt cruisen oder auf der längeren Fahrt, so ganz gemütlich mit einer Automatik fahren. Oder man schaltet den Sportmodus an, schaltet selber und man ist schön flott durch die Kurven auf irgendwelche schönen Landstraßen in der Toskana oder sonst was unterwegs. Also das Auto hat echt zwei Gesichter. Von außen nicht. Von außen ist klar und deutlich, ist das ein Abarth. Maskulin, groß, etwas bulliger als ein normaler 500er. Also wir haben hier innen drin, wenn man jetzt noch den Innenraum sich anschaut, wir haben hier einen Fiat 500, sehr klassisch, die Elemente aus dem Fiat 500, aber trotzdem dieser Pfeffer, der halt noch zu dieser Sportlichkeit fehlt. Und dann schalten wir diesen Sportknopf an und aus einem kleinen Fiat 500 mit mehr PS wird wirklich eine kleine Kanonenkugel, auf der wir reiten können praktisch. Der macht extrem viel Spaß so. Die Lenkung wird deutlich direkter und alles. Und das macht dieses Auto sehr aus. Also diese zwei Gesichter. Ein Fiat 500, irgendwo ein Kleinwagen, irgendwo ein bisschen süß vielleicht. Aber wenn man dann so durch die Stadt fährt, sogar mit der Automatik oder auch mit Schalter, hat man echt ein schnelles, nices Auto mit super Sound. Und ich weiß, dieser Sound ist draußen noch schöner als hier drin. Also man ist noch jemand, der draußen ist, der hat mehr Spaß jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn jemand so durchdüst. Zusätzlich dazu kommt noch, dass wir einen Abarth hier halt haben. Das heißt, dieses Fahrwerk und das alles, es ist wirklich sportlich. Man merkt in jeder Pore hier, dass dieses Auto sportlicher ist, dass dieses Auto mehr Spaß verleihen soll und das alles. Ja, ist ein bisschen lauter wegen jetzt den Dach und so weiter und so. Aber ganz ehrlich, das ist alles egal. Man hat ein leichtes, sportliches Auto. Ein Auto, was trotzdem schon recht modern ist, wegen dem turboaufgeladenen Motor und so weiter im Verhältnis zu einem
gleich alt ein Auto, aber man hat echt ein Auto, was viel Herzblut mit sich bringt und das Herz berührt, das alles hier. Es ist schön und gut, Bluetooth, das alles, dass ich eine Automatik hier haben kann und so weiter, das ist alles toll. Aber ganz ehrlich, der Motor, das Fahren, das alles, das ist das, warum diese Autos gemacht wurden und das merkt man. Das geht nicht nur auf den Kopf, sondern vor allem ins Herz rein. Das macht sehr viel Spaß und solche Autos fährt man einfach gerne. Probe oder nicht Probe und ganz ehrlich, ich kann jeden, der sich einen kleinen, schnellen Flitzer besorgen will, dieses Auto empfehlen. Die sind preislich ein bisschen höher angesetzt, ja, aber ehrlich gesagt, es gibt vor allem auch so viele verschiedene Varianten davon und alles, und das alles macht diese Autos so schön exklusiv, so besonders und dieser Sound. Dieser kleine Tipp von dem Besitzer des Autos, kurz vorm Gas zu gehen, wenn man schaltet, das Runterschalten funktioniert wunderbar. Also das macht ultra, das war schon fast mehr Spaß, vor der Kurve runterzuschalten. Dann ploppt er nur kurz hinten raus. Ein tolles Auto, wirklich tolles Auto. Kann ich nur empfehlen. Es ist nicht praktisch. Es ist vielleicht auch irgendwo, mag den oder jenen vielleicht nicht gefallen, gerade weil er wie ein 500er aussieht, oder? Aber ganz ehrlich, fahrt so ein Ding. Das ist echt toll zu fahren, echt schön und angenehm, macht super viel Freude und ich habe mich sehr gefreut, dieses Auto zu fahren. Und mein Fazit ist einfach, dieses Auto kauft man mit Herz, nicht mit Verstand. Wobei der Verstand nicht komplett ausgeschaltet ist, weil wir ein recht sparsames Auto haben können. Wir schalten jetzt wieder den Sportmodus aus, wir machen die Automatik wieder an. Und wir können so ganz gemütlich fahren und da steckt das Wort Turismo wieder drin. Also das Auto erfüllt alles, was es verspricht. Es ist ein sportlicher Abarth, 595, das heißt mehr als ein 500er. Wir haben aber auch einen Turismo. Das bedeutet, wir können, wenn ganz gemütlich, auf der Autobahn entlang fahren. Der Motor ist jetzt nicht zu laut. Wir fahren ganz sachte, haben aber ein besonderes Auto, eins, was auf jeder Straße auffallen wird und einfach diesen italienischen Geist auch ein bisschen versprüht. Echt ein tolles Auto, kann ich nur empfehlen. Also ich finde hier, das einzige Negative ist ein bisschen das Getriebe. Man wünscht sich auf jeden Fall ein Manual Drive und ansonsten ist, und natürlich der praktische Teil, aber das sind, wie gesagt, das sind Sachen, die mehr für den Kopf sind, so diese praktische und dies und jenes. Es gibt so viele praktische und vernünftige Autos, dann kann es auch solche Autos geben, die vielleicht nicht immer hundertprozentig vernünftig sind. Das wäre mein Fazit dazu, dass dieser Knopf aber, dieser Sportknopf macht wirklich aus dem Auto aus einer 2 plus, einer soliden 2 plus eine 1, weil die Lenkung besser wird, die Leistungsabgabe, das Getriebe funktioniert dann besser. Also selbst dann stört dieses ganze Getriebe auch nicht, auch wenn man sich das andere wünscht, aber stören wird es trotzdem nicht. Das macht echt viel Spaß, mit dem Auto zu fahren, wenn das alles dann so stimmig wird, einfach zu diesem sportlichen Charakter, aber man kann den wirklich wieder auf normalen Stadtautoflitzer umbauen, mit dem einen Knopf sozusagen, und das ist echt toll. Ich hoffe, das Video hat euch so gefallen. Ich wünsche mir dann, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Dann bitte macht ein Like an dem Video, damit das auch weiter gezeigt wird und empfohlen wird. Und wenn es euch nicht sauber macht, gerne den Channel abonnieren. Zu den Autos selber gibt es noch ein POV-Video, wie es ist, damit zu fahren. Und natürlich auch ein Sound-Video. Das verlinke ich euch noch zusätzlich in diesem Video. Und ich hoffe, das Video hat euch, wie gesagt, Spaß gemacht. Dann liked es bitte und bis zum nächsten Mal. Euer Johnny.